Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen Timberborn, ein wunderbares Städteaufbau-Simulationsspiel, wenn man so möchte, mit Bibern und ja, hab schon ein bisschen länger auf dem Kieker gehabt. Und man dachte, jetzt schauen wir uns das mal wirklich an. Ich habe nochmal so die ersten 10 Minuten reingespielt, um zu schauen, dass hier auch alles soweit funktioniert. Und wir starten hier was Neues. Und zwar mit der Fraktion, die Rustikalruten. Die Rustikalruten sind leichtlebige, aber fleißige Landwirte. Sie respektieren die Natur und werden von ihren reichen Ernten belohnt. Ihr Motto? Komfort, Nahrung und robustes Holz. Und die zweiten, die können wir noch nicht spielen. Dazu müssen wir erstmal hier die mal ein bisschen weiter spielen. Wir gehen auf Weiter. Wir gehen hier auf Plains, ist empfohlen. Und von der Schwierigkeit her, sagen wir mal normal. Und sag Start. Ja, also, was ich so in den Fotos gesehen habe, da kann man richtig coole Sachen machen, auch mit Hochhäusern und so. Ah, es war schön, mal wieder so ein Spiel zu spielen. Und da sind wir auch im Spiel und wir sagen, die Siedlung heißt Light City. So wie Transport Fever. Ah, okay. Das kann ich dann nicht benutzen. Das war von meinen angezockt. Dann sagen wir mal, das ist Tiger City. So, da. Und da sind auch schon unsere Biber. Ach, das sind so niedlich. Und haben sogar eigene Sprache. Alles klar. Also, das erste, was wir mal hier brauchen, sind Holzfäller. Das heißt, wir haben ja Holzfällerfahne. Das ist nicht wirklich ein Gebäude. Und ich würde sagen, da haben wir doch gleich mal drei von denen. Alle Gebäude müssen auch mit einer Straße verbunden sein. Das ist ein Pfad. Machen wir das. Und als nächstes brauchen wir auch Wasser. Und das können wir hier mit einer Wasserpumpe machen. Die natürlich logischerweise hier am Wasser sein muss. Hm, ja, ich glaube, so ist ganz okay. Machen wir auch hier einen Pfad. Einmal so rüber. Und dann geht es auch schon los. Bei den Holzfällern müssen wir jetzt auch nur hier sagen, in welchem Gebiet sie da das Holz abfällen dürfen. Das machen wir hier mal. Und ich würde sagen, hier den ganzen Rest mit dazu. Später gibt es dann auch noch den Förster, dass wir hier dann wieder die Bäume pflanzen können. Also, Wasser wäre das Wichtigste. Dazu machen wir noch einen Wassertank. Damit wir hier ein bisschen auf Vorrat speichern können. Machen wir gerade drei. So, das geben wir die höchste Priorität. Denn als nächstes können wir dann auch schon die Wohnhäuser mal bauen. Also eins, zwei, drei, vier. Das sollte erstmal reichen. Und dann machen wir auch hier wieder so einen Pfad drumherum. So, fürs Holz könnte man noch. Mal schauen, irgendwo. Ah, da speichern. Holzscheitstapel. Den machen wir gerade hier hinten. Dann können Sie die ganzen Holzscheite lagern. Wenn jetzt hier voll ist, machen Sie das hier rein. Und ja, dann hätten wir noch Nahrung. Machen wir erstmal einen Sammler hier bei den Bären. Ich würde sagen, ich möchte das schön symmetrisch haben. So. Perfekt. Na, dann machen wir hier mal ein bisschen Vorspulen. Es könnte jetzt ein bisschen dauern, bis wir hier das Holz gekriegt haben. Sehr schöne Musik, muss ich sagen. Und da wird es dann auch schon Nacht. Ah, okay. Also die Arbeitszeiten sind einfach nur so hier bei den Stunden. Zyklus. Und da sehen wir, wie viele Biber wir haben. Wer erwachsen ist und jugt hier. Vier Kinder schon. Und wer dann was macht. Dann haben wir noch die Wohnübersicht. Dann haben wir so, man kann hier so wie so verschiedene Districts machen. Das ist ja der erste. Bin mir noch nicht sicher, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich spiele das jetzt hier zum ersten Mal und habe noch kein Let's Play im Ganzen durchgeschaut.
Aber es ist soweit leicht. Also hier sehen wir die, die Übersicht von der Nahrung, wie viel Holz wir haben, wie viel Wasser momentan. Und der Lagerbestand, was jetzt reinkommt. Und dann kann man hier Sachen dann noch freischalten. Und das läuft mit diesen Forschungspunkten, also Wissenschaftspunkten. Und da sieht man dann zum Beispiel, das braucht 70 Wissenschaftspunkte und dann kann man sich das dann freischalten. Das ist dann hier mit dem Wissenschaftler. Ah, da, Erfinder, Entschuldigung. Den könnten wir eigentlich auch gerade zweimal bauen. Ich glaube, da bauen wir das so direkt nebeneinander. Und grenzen das mal so ab. Also ich weiß nicht, inwiefern das so Sinn macht, wie ich das da baue. Es ist einfach mal Try and Error. Landgestaltung. Blockiert Wasser, lässt aber bei Dauer eine gewisse Menge durch. Für den Überlauf hindurch. Okay. Deich, Schleuse, Doppelschleuse, Dreifachschleuse. Oh, das wird noch spannend hier. Hier die ganzen Brücken und so. Da können wir dann Nutzpflanzen anbauen mit einem Bauer. Der, glaube ich, haben wir. Ja, genau, Bauernhaus. Das könnte man dann eigentlich. Wo machen wir denn das mit dem Bauernhaus? Ich würde sagen, das Bauernhaus. Machen wir mal hier. Oh, mit Büsche, Nutzpflanzen. Da sieht man dann auch, wie lang das braucht. In dem sind 4 Tage, gibt dann 3 Nahrung. 5 Tage, 2. 6 Tage, 1 Kartoffel. Ich würde sagen, wir gehen mit der Karotte, aber da kriegen wir in 4 Tagen erstmal 3. Das Feld ziehen wir mal hier so. Ich denke, das ist erstmal okay. Und den Baum würde ich da gerne mal abreißen. Sieht sonst nicht so schick aus. Okay, weiter in der Zeit. Gina ist erwachsen geworden. Sieht irgendwie witzig aus, okay. Also er, wenn er dann hier voll ist, trägt dann hier das Wasser rein. In das Ding. Man kann ja so ganz runtergehen. Und ihr habt jetzt Freizeit. Oh, schaut mal, wie niedlich. Sogar der Kleine da. Okay, Schlafbedürfnis. Schutz. Gibt es ja da noch Angriffe? Das wäre dann die Ernährung, soziale Kontakte, Lagerfeuer, Dachterrasse, Ästhetik, Biberstatue, Dachstrauch. Und dann gibt es noch Religion, Spaß, Karussell. Okay. Ja, das kommt. Oh, süß. Oh. Auf die Idee muss man erstmal kommen, das so mit Bibern zu machen. Was ist das? Wasser anzeigen. Okay. Sollen wir vielleicht einen 4. Holzfäller machen? Ich glaube ja, damit es mal hier ein bisschen schneller geht. Und Tätig haben wir jetzt erstmal 2. Und dann sind wir dann hier voll, wenn der Bauernhof gebaut ist. Das erste Wohnhaus ist fertig. Jetzt können wir dann noch stapeln. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Da zum Beispiel. Geht dann oben drauf noch. Kann man frei bauen. Aber damit wir da oben hinkommen, brauchen wir erstmal die Treppe. Und das Gestell da, die Plattform, kostet alles Forschung. Nahrung wird knapp. Ich glaube, wir werden das dann mal hier alles abreißen und machen das Feld hier bis hier unten hin. Soll ich das jetzt schon? Nein, wir warten, bis das Feld da gemacht ist und dann reißen wir das hier unten ab. Okay, da sind wir jetzt auch fertig. 23 Wasser.
Aber mittelfristig, was kann man eigentlich da noch bauen? Großer Wassertank, Bewässerungszone, bewässert das umliegende Land. Wasserströmungsanzeige, misst die Wassertiefe und die Flussgeschwindigkeit. Für was brauche ich das? Mechanische Wasserpumpe. Pumpt Wasser auf der einen Seite nach oben und führt es auf der anderen wieder ab. Effizienter als eine normale Pumpe. 700 PS Strom. Okay. Okay, sehr gut. 47 Wasser. Oh, 18 von 30. Erlaubt alles. Erwünscht Standard. Speicherräumen. So viele Funktionen. Also es gibt ein Tutorial. Aber das habe ich jetzt mal ausgeblendet. Das habe ich jetzt schon durchgespielt. Und ich spiele es quasi nach bis zu dem Punkt, wo ich da gewesen bin. Ah, das großes Wartespiel erstmal. Aber wie ich sehe, haben wir jetzt. Wir haben keinen freien Arbeiter momentan. Ich glaube, wir werden das hier mal. Warte mal, Arbeitsplatz. Kann ich dich pausieren? Ach so, ja, okay. Jetzt ist er draußen. Und jetzt haben wir hier drin und da bräuchte man noch einen zweiten. Ah, okay, also die Jobs, was sie haben, sind also nicht fix, wenn jetzt da noch ein zweiter dazukommen ist. Das heißt, wo fehlt jetzt einer? Hier. Ja, ist aber okay. Nahrung ist wichtig. Jetzt haben wir da noch 18. Okay. Dann werden wir das jetzt mit dem Abriss hier machen. Machen wir normale Geschwindigkeit. Du, 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 du. Ressourcen für den Abriss markieren. So. Und dann können wir das mit dem Feld hier schon mal machen. Müssen es da, wo es gerade geht. Das waren jetzt 4 Tage. Oha. Was ist denn deine Reichweite? Okay, der kommt aber da nach hinten hin. Okay, das nächste. Das hätte ich gern ein kleines Lagerhaus. Das platzieren wir mal gerade da hinten. Ich hoffe, das ist schlau. Dekoration. Eine Bank, Strauch, Dach. Okay. Gott sei Dank war alles noch Geld. So, da. Nutzpflanzen auch hier bitte einmal voll machen. Sehr gut. Dann werden wir dann nachher im Überschuss haben. Okay, das heißt, das voll ist. Das ist aber eh gut so. Was bauen wir denn jetzt als nächstes? Sägewerk für Planken wäre noch ganz gut. Das Ding ist, für das brauchen wir Strom. Machen wir das hier so. Energie. Wir haben jetzt hier ein Wasserrad. Energierad. 50 PS, 70 PS. Die von Bibern betriebene Notfallenergiequelle. Also das ist wie ein Hamsterrad. Okay. Also das Wasserrad platzieren wir mal. Okay, da wäre es gerade direkt mit dem Haus verbunden. Ansonsten gibt es hier diese Getriebestangen. Ah, nein, es ist noch nicht direkt verbunden. Dann machen wir hier. In welche Richtung werden das jetzt? Okay, dann machen wir so dieses T-Stück. Dann sind die da gerade direkt miteinander verbunden und könnten hier nochmal rausfahren.
Okay. Ah, oh, wir brauchen den Förster. Der kostet 60. Dann sagen wir, ihr könnt mal hier die Bäume noch fällen. Damit wir hier Ressourcen haben. Und da habe ich auch ein paar vergessen. Die hier. Okay, fast forward. Aber sind die ganz gut dabei. 32. Oh, jetzt haben wir keine Nahrung mehr. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay, dann machen wir das so. Also der hat ja eh schon nichts mehr. Machen wir das auch auf niedrigste Priorität. Und machen jetzt zweiten Sammler hier. Den Weg nur verbinden. Na komm, pass bitte den Sammler. Ist hier jemand? Nee, okay. Ah, shit. Okay, ja, dann werden wir jetzt mal ein bisschen vorlaufen lassen, dass wir hier mehr Bewohner kriegen. Aber andererseits, alle Betten sind belegt. Machen wir jetzt hier gerade schon mal die nächsten Hütten. 1, 2, 3, 4. Und ziehen. Ach scheiße, jetzt habe ich sie ja auf. Ah, das wollte ich nicht. Wie kann ich das wieder abreißen? Kurz normale Geschwindigkeit. Wie kann ich das abreißen? Das ist einfach nur der Mauscursor. Gebäude, was ist das? Ich hoffe. Ja. Ja, möchte ich. Oh, das ist aber nervig, wenn ich ja jedes Mal ja sagen muss. Na komm. Perfekt. Also, Fahrt. Einmal von da nach da drüber. Sehr gut. Weiter geht's. Frag mich, ob danach noch so Krankheiten kommen werden. Schreibung ausblenden. Ach, da. Wollen nicht sehen. Das müssen wir ausschalten. Okay. Dann kann man das hier normal lassen. Und das auch hier normal lassen. Und dann sollte das da dann hoffentlich mal gebaut werden. Baustelle, höchste Priorität. Oh, die ersten Sachen sind da. Nice. Dann sollte das Problem dann abbeseitigt sein. 200 Kapazität. Vielleicht sagen wir da ein eigenes für die Nahrung. Sehr gut. Ja, dann können wir jetzt eigentlich die Sammler hier wegmachen. Gebäude abreißen. Yes. Yes. Sehr gut. Und dich lassen wir wieder forschen. Und dich auch. Die Biber sind glücklicher als je zuvor. Du hast einen neuen Wohlfühlpunkte-Rekord erreicht. 5. Du hast auch Ziele. Okay. Ah, die einzelnen. Okay, okay, okay. Alles klar. Was ich jetzt gern machen würde, ist... Oh, du bist gar nicht angeschlossen.
Ach, weil die Tür da auf der Seite ist. Gar kein Problem. Okay, dann hätten wir das. Das funktioniert. Schaut mal, wie cool es aussieht. Geil. Entertainment, Freizeit, Lagerfeuer. Nur eben als Sozialkontakte, Lagerfeuer. Machen wir das hier neben das Stadtzentrum? Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir auch da noch so einen Pfad drumherum? Was haben wir dann noch? Dachterrasse. Dazu bräuchten wir aber zumindest mal die Treppe und der Plattform. Das können wir schon mal freischalten. Kann ich die Treppe da direkt ans Haus ran machen? Nee. Okay, dann 100 Punkte auf das nächste. Machen wir das mal. Ansonsten Energie, das haben wir ja schon gesehen. Metallverarbeitung. Plünderflagge, Plündersammel, Altmetall aus Ruinen. Gibt's Ruinen hier? Ah, das sind die Ruinen, wo quasi die Menschen vorher gewohnt haben. Aber das ist ein bisschen arg weit weg. Das nächste wäre hier. Oh, was ist denn das? Was auch immer das da mal gewesen ist. Okay, also Metall ist dann... Okay, es gibt auch eine Mine. 4000 Forschungspunkte! Holla, die Waldfee! Aber Grill könnte man bauen. Kartoffel plus Holz ist gebackene Kartoffel. Keine Ahnung, was das zweite ist. Okay, also wir brauchen ein Kartoffelfeld. Kriegen wir 4 Nahrung aus dem Gebäude und Ressourcen, Nutzpflanzen, Sonnenblume, Kartoffeln 6 Tage. Soll man das gerade hier so machen? Ich würde sagen, wir machen hier erstmal so. Kartoffelskis. Ziehen wir hier mit einem Weg nochmal raus. Ort. Dann können wir hier unten noch irgendwas hinbasteln. Ich habe doch eigentlich gesagt, warte mal, Bäume fällen. Ja. Ist das zu weit weg für euch? Oh ja, Tatsache. Die kommt da unten gar nicht hin. Okay, Holz, Förster, der kostet 60. Den können wir uns leisten. Da pflanzen wir dich mal hier hin. Dann wollen wir das hier ganz normal abreißen. So, da, dann können wir hier Bäume. Gibt es auch unterschiedliche Blaubeere? Okay. 9 Tage ein Holz, 12 Tage 2 Holz, aber warum vorige bei der Förster? Warum ist das so ein I dabei? 24 Tage 4, 30 Tage. Ich glaube, ich gehe da mal mit 12. Und dann bitte einmal so in den Gebiet. Könnten da eigentlich ein bisschen variieren. Müssen wir das so machen. Tadala. Dann sollte man da in den nächsten Tagen ganz gut Holz kriegen. Nice. Und hier so rüber könnte man dann eine Brücke machen für das Gebiet da. Eigentlich ist recht da. Ich glaube, ich wäre für einen zweiten Bauern hier.
Aber gut, wir haben die Leute nicht. Andererseits, warum? Es ist ja Try and Error, machen wir doch schon mal so ein Bauernhaus, ein zweites. Sollen wir das gerade hier so daneben hinpflanzen? Ja. Okay. Und den Grill. Macht das Sinn, dass das hier irgendwie in der Nähe ist? So. Getreidemühle. Kriegen wir dann Mehl und dann Bäckerei. Oh, das wird ein richtiger Bienenstock. Fördert das Wachstum nahegelegener Nutzpflanzen. Wie groß ist denn das? Ja, ich weiß. So, fast forward bitte. Wollen wir noch Freibetten? Ach, ja. Wir haben keine Arbeiter. Achso, das ist das Wohlbefinden-Rating. Okay. Ach, das wird bald besser. Sieht man eigentlich, wie lange das noch geht? Was ist nur so Prozentzahl? Okay. Geil. Voll niedlich. Oh, da gibt es sogar einen Beliebtheitscounter. Da brauchen wir vermutlich bald mal zwei. Oh, cool, Stufe 6. Nice. Andererseits, ich will einfach die Dachterrasse da gern bauen. Was zum... Eine Dürre. Oh, hier hat es auch noch Events. Okay. Das wird jetzt aber dann spannend. Haben wir hier Wasserableiter. Leitet Wasser ab. Ein Wassertank. Bewässerungsturm 200. Können wir es nicht leisten. Hoffen wir, dass das jetzt gut wird. Aber wie ist die... Ist schon so, dass in 2,6 Tagen erst die Tür da ist, oder? Mal sehen. Ziele. Lagefeuer. 15 von 16. Und müssen wir da noch was bauen. Okay. Schlepperposten. Schlepper unterstützen Arbeiter innerhalb jedes Distrikts beim Transport von Gütern und steigern so deren Produktivität erheblich. Bonus für Arbeiterstärke plus 100. Macht es Sinn, dass wir das bauen? Wir bauen das jetzt mal dahin. Verteilerzentrum, Abgabestelle der Güter auf andere Distrikte. Das macht man dann wie so einen eigenen Wirtschaftsdistrikt für gewisse Sachen. Monumente. Monumente der Arbeiter. Okay. Ja, also jetzt passiert erstmal eh nicht viel. Bis die Kinder hier erwachsen werden. Wir sind jetzt hier. Ja, einer wird jetzt bald erwachsen. Okay. Liebe Leute, dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal bei der ersten Episode. Ich lasse ein bisschen weiterlaufen, bis wir wieder Arbeiter haben. Und dass wir dann hier ein bisschen mehr machen können. Also, bis bald hier bei Timberborn.